Herzlich willkommen zu den Top 100 Buchtipps. Mein Name ist Dominik. Heute habe ich ein Buch, das sich um das Thema dreht, was gerade echt alle interessiert. Nämlich, was würde passieren, wenn unser Geldsystem zusammenbricht? Was würde passieren, wenn alle Märkte komplett in den Keller rauschen, der Euro noch schwächer wird, so wie es im Moment der Fall ist, der Dollar wird immer, immer stärker, der Euro ist gerade am Schwächeln. Was passiert dann, wenn ich mein Geld eigentlich einfach auf einem Tagesgeldkonto drauf hatte oder auf einem Sparkonto? Wie kann ich mich da aufstellen, dass ich dann finanzielle Mittel habe und nicht einfach alles zack, bumm, weg ist? Das ist ein Buch, was mir die Augen geöffnet hat. Ich habe es schon, ich glaube, vor 2 bis 3 Jahren das erste Mal in Händen gehabt und auch gelesen. Und für mich hat es echt einiges verändert in der Denkweise und vor allem in dem Wissen, was ich habe. Weil das ist so ein Thema, über das eben nicht gesprochen wird in Schule, im Studium. Das ist echt ein Thema, was finde ich super spannend, super wichtig ist. Der Autor heißt Hartmut Walz und der Buchtitel Einfach genial entscheiden in Geld- und Finanzfragen. Schließlich ist es Ihr Geld. Der Untertitel. So sieht's Ganze aus. Gibt inzwischen auch eine Neuauflage, die verlinke ich mal hier unten drunter für euch. Dann habt ihr dort die aktuellste Version. Und was ich toll finde, dass der Autor wirklich alle Anlageklassen und Anlagevehikel kritisch betrachtet, analysiert und auch immer ja, aufzeigt, okay, was birgt welches Risiko, was ist zum Beispiel gut, wenn man auf Sicherheit aus ist, was ist vielleicht das Passende, wenn man ein bisschen auf Rendite aus ist, etc. Aber letzten Endes dreht es sich alles um eins, nämlich möglichst diversifiziert zu sein, also eben nicht all sein Vermögen in zum Beispiel der Währung Euro zu haben oder in der Anlageklasse einfach Cash oder alles in Gold oder Silber reinzustecken oder alles in ETFs reinzustecken, sondern diversifiziert zu sein, in verschiedenen Märkten zu sein, in verschiedenen Anlageklassen zu sein, in wirklich dann auch so eben aufgestellt zu sein, dass man in so einem Fall von, wenn eine Währung vielleicht zugrunde geht oder Märkte komplett crashen, zumindest, vielleicht ist ein Teil weg, aber eben nicht alles weg, weil jeder hat dafür hart gearbeitet und was gäbe es Schlimmeres, wenn es von heute auf morgen einfach zack, weg ist. Das ist das Buch, was ich da euch definitiv empfehlen kann, war für mich ein Augenöffner und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist auch von dem Autor hier und dreht sich wirklich speziell noch um das Thema Crash. Das verlinke ich euch nochmal hier oben, habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Da seht ihr nochmal, es nennt sich, glaube ich, konstruktive Crash-Gedanken. Fand ich eh ein sensationeller Titel. Und das hier ist mehr so ein allgemein Rundumschlag. Auch was Versicherungen anbetrifft oder Rürup-Priesterrente etc. Ganz viel Spaß damit und vor allem Inspiration. Zieht euch das raus, was wichtig für euch ist. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Channel, teilt das Video, lasst einen Daumen hoch da. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wieder sehen und hören. Bis bald, euer Dominik. Ciao.